Grundsätzlich ist alles peinlich. Aus der Sicht von meiner Mutter. Was geht? Das sagt er noch gerne in seinen YouTube-Videos, der Adi Totoro. Ich bin Anna Zöllig, ich treffe den Adi Totoro heute bei meiner Frage an. Er heisst eigentlich Adrian Vogt. Er isst, glaube ich, noch gerne Marshmallows. Und er hat auf YouTube und TikTok ziemlich viele Follower. Auf TikTok sogar über 1,5 Millionen. Willkommen, Adi. Was geht? Siehst du jetzt? Das klingt wie so eine Radio-Moderation am Anfang. Ja. Sind wir bei so einer Wissenssendung. Liegt vielleicht daran, dass ich auch noch Radiomoderatorin bin. Aber ist gut, hast du gut gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Das ist gerade die erste Frage von der Tierfreundin. Mega normal, eigentlich so wie jeder, der glaub, heutzutage mit YouTube anfängt. Weil ich bin halt schon mit YouTube aufgewachsen. Also, ich glaube, so die ganz erste Generation, die haben einfach angefangen und nicht gewusst, was es ist. Aber ich habe halt schon YouTube geschaut. Zum Beispiel der Gronkh, ich weiß nicht, sagt ihr das noch etwas? Das war so damals der grösste Let's Player, den White Hitty. Das war so die Anfangszeit von Deutschland. Das habe ich geschaut und dann habe ich das Gefühl, ich kann das selber machen. Und dann habe ich mich so reingesteigert, also so angefangen mit Let's Plays. Ohne Kamera, dann mit Kamera, dann vor der Kamera. Und so bin ich dann reingekommen. Welches ist dein Lieblingsvideo von dir selber? Nimmt Melodie Wunder? Wo online ist? Ja. Wahrscheinlich eins von den Swiss Music Awards. Ich bin vor 2 Jahren war das erste Mal, als ich noch recht klein war. Ich habe mich einfach angemeldet bei den Swiss Music Awards als Medien. Und für mich war das damals mega big. Also ich dachte, wow, jetzt bekomme ich einen Medienpass, mega geil. Und also bei dem Event, wo Künstler und Musiker ausgezeichnet werden? Genau, dort, wo die Musik ausgezeichnet wird. Und da gibt es einen roten Teppich und dort stehen alle Fotografen und alle Zeitungen. Und dann habe ich mich angemeldet, dass ich auch dort hingehen kann. Und dann bin ich dort hingegangen und habe irgendwelchen random Musiker Fragen gestellt. Und ich habe keinen Plan, was ich mache. Aber das Video ist recht cringe, aber irgendwie ich glaube, zum Schauen finde ich es sehr geil. Alle Fragen, die ich da, Adi Totoro stelle, die kommen aus dem Treff auf srfkids.ch. Da kannst du dich anmelden. Und da stelle ich eben auch immer wieder mal die Frage an dich. Was möchtest du wissen, zum Beispiel vom Adi jetzt hier? Der Punky 10. Nimmt es Wunder, wie bist du darauf gekommen, dass du dann aber auch noch TikToker könntest werden? Das hat angefangen im 2019 mit einer Kollegin, der Nati Style. Die hat damals TikTok gehabt und wollte unbedingt einen Tanz machen. Und dann haben wir bei ihr in der Wohnung irgendeinen Tanz gemacht und ich habe es wirklich so cringe, so peinlich gefunden, den Tanz zu machen. Ich weiß nicht, hast du schon mal gemacht? Nein, ich schaue es ab und zu. Aber vielleicht möchten das viele Leute, die zuschauen, sogar mittlerweile schon. Aber wenn ich einen Tanz gemacht habe, dann denkst du, nee, das ist gar nichts. Und dann habe ich mich dort angemeldet auf der Plattform, weil halt, wenn du Social Media machst, dann musst du immer so ein bisschen schauen, dass du aktuell bleibst. Und habe ich irgendwelche random Videos aufgeladen von meiner Kamera-Roll. Und die haben dann gezogen und habe dann halt angefangen, langsam auch von Videos zu machen. Aber es war nie ein bewusster Entscheid, um zu sagen, ich will jetzt TikTok machen. Ich finde es eine geile Plattform. Weil ich habe immer so gefunden, dass, gerade so YouTuber und TikToker, die sind immer so ein bisschen beefy. YouTuber sagen immer, ey, wir machen mega aufwendiges Zeug, TikTok macht alles so schnell. Darum wollte ich es nie machen, aber ich bin so reingerutscht und ist jetzt meine grösste Plattform. Also kann man sagen, ja, jetzt hast du ziemlich viele Follower. Von dem kann ich nichts mehr sagen. Ja. YouTube ist immer noch meine Lieblingsplattform, aber TikTok ist meine grösste. Husky11, Ihre Frage ist, was ist das Peinlichste, was du je gepostet hast? Egal, jetzt ob auf YouTube oder TikTok oder wo auch immer. Puh. Hand aufs Herz, ehrlich. Grundsätzlich ist alles peinlich, aus der Sicht von meiner Mutter. Es ist nicht mal eines der ersten Videos. Ich glaube, viele Leute würden jetzt sagen, oh, die ersten Videos sind so mega peinlich, aber irgendwie so die ersten Videos, die sind auch irgendwie nice, weil es sind die ersten Videos. Es ist mehr so, ich habe einmal eine 300-Wörter-Challenge gemacht. Das ist so vor 3 Jahren, glaube ich, da musste ich 300 Wörter in einer Minute rappen. Und die habe ich gemacht und es war halt einfach extrem schlecht gewesen. Und ich habe mich, glaube ich, im Video so aufgeführt, das war jetzt voll der Rapper und so, und das ist so recht peinlich. Aber es ist noch online, also wenn man es will schauen, kann man es machen. Aber irgendwie, ich bin nicht jemand, der das Zeug löscht. Es gibt so YouTuber, die löschen dann so das Zeug, aber ich habe so das Gefühl, das gehört ja wie zu deiner Karriere dazu. So wie dem Leben Sachen lebst, postest Sachen, wo halt früher, du hast es ja damals geil gefunden. So, klar, jetzt finde ich es nicht mehr geil, aber darum lösche ich das Zeug auch nicht. Aber es hat viel online, die ich peinlich finde. Aber ich würde sagen, die 300-Wörter-Challenge, die ist schon schwierig. Bei der nächsten Frage möchte ich noch mal betonen, sie kommt nicht von mir, sie kommt aus dem Treff, und zwar von der Sani. Und jetzt? Wieso hast du einen Topf auf dem Kopf? Ich war heute beim Waffen. Ich kann immer zum gleichen Waffen den Topf schneiden. Heute musste ich zu einem anderen, weil der besetzt war. Und ich hasse es, zu einem anderen Waffen zu gehen, weil der weiss noch nie, was machen. Also muss ich erklären. Und sie hat es, glaube ich, ein bisschen ernst genommen heute mit dem Topf. Aber das finden die Leute nicht schlecht. Wieso? Ich hatte eine Phase, in der ich so 80 Jahre Kleider angezogen habe, vor 1,5 Jahren. Und dann bin ich zum Coiffeur gegangen, zu meiner Coiffeuse gegangen, und habe gesagt, ich brauche irgendeine Frisur, die in den 80er Jahren in war. Dann hat sie so meine Haare geschaut und hat gesagt,
kann man nichts machen, ist alles weg. So, kann man nicht Dinge mit Locken machen oder so. Dann hat sie gesagt, so, das Einzige, was man machen könnte, ist ein Topf oder so ein Pilzschnitt. Dann habe ich gesagt, okay, probieren wir es mal. Und dann haben wir es probiert und seitdem ist das. Aber es ist tatsächlich nicht, weil ich das Gefühl hatte, es zieht so mega online. Für mich ist die Frisur auch jetzt nicht so eine mega spezielle Frisur, wenn ich es anschaue. Aber anscheinend für mega viele Leute ist es so voll die Frisur, die so catcht. Ja, voll. Ja. Ja. Ja, der Topf auf dem Kopf. Julia Elin hat die nächste Frage und sie stellt sie dir gerade schnell selber. Wenn du etwas in deinem Leben könntest ändern, was wär's? Das ist ein bisschen früher ein Aufstand vielleicht. Seit ich selbstständig wurde, habe ich immer so gesagt, ich habe um 8 Uhr aufstehen. Und es hat sich so über die Monate immer so ganz bisschen rausgesteigert, also dass ich wieder so vielleicht so um 7:30 daheim aufstehen könnte. Das fände ich cool. Die Meret Luisa, sie übrigens eine von vielen, die schreibt, ich zitiere sie schnell, ich bin mega Fan von dir und finde dich mega witzig. Ja, sie hat die nächste Frage. In welchem Schulfach bist du am schlechtesten gewesen, in welchem am besten? Am schlechtesten bin ich gesehen in Englisch. Ah ja, für das brauchst du aber viel englische Ausdrücke. Ja, ich weiß, ich bin mega spät und das Englische, es ist daran gelegen, ich habe mega spät das Handy gehabt, ich habe nie Film geschaut. Englisch ist für mich, ich glaube, ich habe erst Englisch, wann ist es gesehen? Man hat das viel später gehabt, jetzt, ich glaube, ab der 7. erst, haben wir das gehabt, oder? Ist so wichtig. Bei mir auch, ja. Ich habe nur 2 Jahre in der Sekundarschule gehabt, bevor man ins Gym geht. Und darum ist es halt mega neu gewesen, da ich mega Schwierigkeiten gehabt, da bin ich richtig schlecht gewesen. Ich habe so mit einem 4 durchgekommen. Und das beste Fach, Sport, aber das sagt irgendwie so jeder, ich würde sagen Mathe. Tatsächlich? Ja. Oder Rechnungswesen, denn Rechnungswesen ist so Buchhaltung. Das kommt dann aber erst später. Das haben wir allerdings gar nicht gemeinsam. Nicht? Nein. Ich kann nicht, so Mathe ist so logisch gesehen, es gibt so eine Lösung. Und halt, Englisch muss halt viel auswendig lernen, darum ist es, glaube ich, ein bisschen. Ich bin nicht so der auswendig Lerntyp gesehen. Mehr so Fächer, die so logisch sind, habe ich können. Und Fächer, die man auswendig lernen muss, bin ich immer so ein bisschen so, schießt mich an. Die letzte Frage die kommt von der Catgirl. Und sie wird wissen, wer ist dein Celebrity Crush? Also ein Promi, den du sehr toll findest. Vielleicht fast ein bisschen verknallt bist. Ich muss überlegen. Es gibt, glaube ich, schon. Es gibt so eine YouTuberin, aber die kennt man nicht so. Jana Xell heisst die. Kennst du die? Nein. Nein, die kennt man nicht so. Die kommt von Deutschland. Aber wenn ich jetzt ein riesiges würde nehmen, dann so eine Klassiker halt, Ariana Grande. Also, if you see this, Ariana. Hit me up. Nein, ich würde sagen Ariana Grande. Ja. Und natürlich die. Ja, danke. Danke. Nebenbei. Für den Schmeichler am Schluss. Der Adi Totoro bei meiner Frage an. Falls du noch mehr so Videos willst sehen, ich habe schon ein paar andere Promis ausgequetscht. Du kannst alle schauen auf srfkids.ch oder noch einfacher abonnieren einfach SRF Kids auf YouTube. Danke, bis dahin. Bitte. Tschüss.